GTAs, Mortal Kombats und Witchers. Eigentlich soll es nichts mehr geben, was uns noch schockt. Und trotzdem gibt's ab und zu ein Spiel, bei dem stellst du die Nacken hoch auf. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. Vorhang auf für Hatred, das geschmacklose Stück Scheiße. Ups, jetzt habe ich der Kritik schon ein bisschen vorgegriffen. Fangen wir ganz am Anfang an. Wer es nicht mitgekriegt hat, Hatred hat bereits vor der Veröffentlichung auf der Online-Plattform Steam Schlagzeile gemacht. Es handelt sich da dabei um einen Twin-Stick-Shooter, der gemeinhin als Amoklauf-Simulation bezeichnet werden kann. Die Hauptfigur hat nämlich genau zwei Charakterzüge. Erstens, er kann eine Waffe halten und zweitens, er will alles und jeden umbringen. Warum? Das erfahrt man nicht. Als Spieler hast du somit eine komplett leere Figur vor dir. Da gibt's keinen Hintergrund, keine Motivation, die Figur hat nicht mal einen Namen. So gesehen könnte einfach austickt sein, weil seine Haare so mies animiert sind. Man weiß das nicht. Ich nenne jetzt einfach mal Hyo. Der Hyo ist eine Figur, die mich ankotzt. Und zwar vor der ersten Sekunde an. Im Gegensatz zu der polnischen Programmierer von Destructive Studios. Die finden dann gut genug, dass ich mich 5 Stunden lang mit einem durch ein groteskes Gemetzel schlagen muss. Und übrigens auch gut genug dafür, einen in ihr Teamfoto zu montieren. Super lustiger Einfall. Mei, was an mir gelacht. Aber zurück zu unserem Hyo. Unter seinem Klischee-Killermantel hat er ein relativ eingeschränktes Waffenarsenal. Viel zum Schießen, automatische Waffe, Granate, Messer und ab und an was Neues wie ein Flammenwerfer. Das Spiel will von mir, dass sie Leute möglichst brutal umbringen. Idealerweise soll ich sie exekutieren. Da man allerdings nur durch Exekutionen seine Lebensenergie wieder auffüllen kann, kommt man nicht drum herum. Das sieht dann so aus, du schießt oder trittst jemand um und gibst ihm in einer kurzen, grusigen Zwischensequenz der Rest. Das Morden ist beim Spiel in verschiedene Unteraufgaben geteilt. Entweder musst du eine bestimmte Anzahl erreichen oder komplette Gebäude säubern. Das hört sich jetzt alles nach einem ziemlich deftigen Aufreger an. Ich geb's ja zu, ich war auch neugierig und wollte das Ding unbedingt selber mal sehen. Aber das Szenario ist so hohl umgesetzt, dass man sich fragt, war's das? Wo ist denn der Rest? Na klar, am Anfang ist das Ganze noch ziemlich verstörend, aber den Eingangsschock hat man ziemlich flott verdaut. Dann wird's sehr schnell sehr öd. Neues zum Duo, so stumpfsinnig alles umzumähen, gibt's nicht wirklich. Und wenn wir die moralische Komponente jetzt mal außer Acht lassen, ist Hatred bestenfalls unterer Durchschnitt. Die Gewalt als Verkaufsfaktor funktioniert einfach nicht. Erstens wiederholen sich die Exekutionen bis zum Erbrechen und sie nützen sich extrem schnell ab. Brutalität setzen andere Spiele schon viel länger und vor allem viel besser um. Sowas wie Mortal Kombat schlagt keiner auf dem eigenen Fachgebiet. Außerdem haben die Games auch drüber raus viel mehr zum Bieten. Hatred macht einen Fehler und reduziert Spiel komplett auf die Gewalt. The Witcher oder GTA zum Beispiel sind sicher ähnlich blutig, aber die Gewalt ist halt nur ein Bruchteil von der Spielewelt. Hatred hat außer Massaker und einer schwachsinnigen Weisheiten vom Hyo gar nichts. I can smell some innocent blood. It always tastes better. Okay, am Anfang wirkt die Optik von Hatred recht gelungen. In der Sin City Schwarz-Weiß Optik kommen gerade die Explosionen gut zur Geltung. Trotzdem erkennt man schnell, dass die stylische Körnung eigentlich nur dazu da ist, die schwache Textur zum Tarnen. Und deiner monotone Landschaft hilft es auch wenig. Da hat man sehr schnell alles gesehen. Außer im Wald, da sieht man gar nichts. Weder die eigene Spielfigur, noch irgendwelche Gegner. Apropos Gegner. Die sind nämlich teilweise so doof, dass sie kaum die Tür 2 Meter weiter finden. Dafür scheinen sie irgendwie alle mit Scharfschützen im Gesu ausgestattet zum See. Weil, selbst wenn Gegner noch nicht im Bild sind, schießen sie unseren Hyo gnadenlos um. Das kann echt frustrierend sein. Weil wenn du nicht gerade in Nebenmissionen Respawns verdient hast, musst du das Level komplett neu starten, sobald du stirbst. Ich sag's euch, das ist jetzt nicht das erste Amok-Spiel und es wird auch nicht das letzte sein. Das klassische Postal hat damals mit einer bissigen Ironie gesagt, dass man so einigermaßen brauchbar umsetzen kann. Ein Blick zurück ins Jahr 1997 zeigt auch, woher die Hatred-Macher ihre Inspiration zogen. Und der Hyo hat übrigens so eine ziemlich ähnliche Stimme wie der Postal-Dude und klaut ihm sogar ein Zitat. Only my weapon understands me. Aber im direkten Vergleich mit Postal wird halt auch noch deutlicher, dass Hatred Müll ist, den absolut keiner braucht. Eine sinnfreie und vor allem schlecht gemachte Ballerei, bei der die 17 Euro Kosten wehtun, sobald man merkt, was man da dafür eigentlich wirklich gekriegt hat. Das Spiel blieb ein gelungener PR-Gag. Eine Schlagzeile ohne Tiefgang oder technische Reife.
Kelle wie das Video da. Aber zwei Dinge haben wir auf jeden Fall gelernt. Erstens, wir schätzen mehr, was uns richtige Spiele automatisch mitgeben und Hatred einfach weglässt. Zweitens, wir machen einen großen Bogen um solchen Schrott, damit nicht auch noch eine Fortsetzung davon produziert wird. Oder was sagen ihr dazu? Ich sage auf jeden Fall jetzt schon danke für jeden einzelnen Kommentar. Wir sehen uns auf Vorarlberger Online.